Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz mit den beiden Trainern Thorsten Lieberknecht und Mike Büskens. Aber wie üblich gebührt dem Gast das erste Wort. Erstmal Glückwunsch zum Sieg und dann bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir waren sehr effektiv. Ja. Nach dem 1:0 haben wir relativ schnell und auch wichtig das 1:1 gemacht. So eine Überzahlsituation wirkt sich dann manchmal auf dem Platz auch gar nicht so sehr aus. Das hat man gerade beim 1:0 gesehen. Psychologisch ist es eben halt so, und das hat man dann auch hier im Stadion gemerkt bei den Fürther, dass sie wussten, ja, es gibt hier nur einen Gewinner. Es können sie sein, wenn sie dieses Spiel gewinnen oder punktreich beenden. Und bei meiner Mannschaft war es ein kurzer Moment so, dass du eben wusstest, jetzt gibt es vielleicht nur einen großen Verlierer, wenn du eben dieses Spiel nicht gewinnst. Und wir haben trotzdem die Ruhe bewahrt, insbesondere in der Halbzeit, angesprochen, dass wir in der zweiten Halbzeit keine Harakiri spielen dürfen, sondern dass wir gerade die Breite besser besetzen müssen und ja, mit Ruhe versuchen, den einen oder anderen Angriff auszuspielen und abzuschließen. Und mit dem 2:1 war es dann eben genau diese Situation, dass der Rechtsverteidiger auf den Linksverteidiger passt. Das ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass beide sich so die Bälle zuspielen und dann Tore schießen. Aber es zeigt eben, was wir in der zweiten Halbzeit wollten, dass wir gerade diese Außenverteidiger besser in Szene bringen. Und ja, deswegen sind wir froh, dass wir diese 3 Punkte geholt haben, weil es gegen eine Mannschaft passiert ist, die eben hier heute, denke ich, da kann man da auch keinen Vorwurf machen, aber da würde Mike sicher gleich was dazu sagen, alles in die Waagschale geworfen hat und sich keinen Vorwurf machen darf. Mir wäre es lieber gewesen, das muss ich auch sagen, dass Havard Nielsen bei dieser Situation, die zur Notbremse geführt hat, Richtung Tor geht und das 1:0 macht, weil das ja eine ganz neue Komponente dann mit sich gebracht hat. Ja. Und wir hatten eben halt auch Situationen auf dem Platz, Leute, die sehr oft nach innen ziehen. Und das hat es eben halt auch schwierig gemacht, diese Situation, dass wir diese Breite besetzen. Also das war ein großer taktischer Kampf dann auch auf der Trainerbank. Dem Mike alles Gute für die nächsten Spiele und ja, den ersten Sieg dann nächste Woche. Vielen Dank, Thorsten Lieberknecht. Mike, wie fällt dein Spiel Fazit aus? Danke, Thorsten. Dir erstmal und deinem Team Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, dass es aus unserer Sicht heute ein wahnsinniges Spiel war, wo wir uns richtig, richtig viel vorgenommen haben, auch auf die Art und Weise, wie wir reagieren wollten auf die Braunschweiger. Und dann hast du die 6. Minute war es, glaube ich, wo du dem Gegner natürlich wahnsinnig was an die Hand gibst aus seiner Ausgangsposition, wo wir eigentlich in der besseren Position sind, wo wir eigentlich die Kontrolle haben, lassen wir es zu, dass der Gegner da einen Foul zieht. Und trotz dieser Hypothek, 84 Minuten plus in Unterzahl zu spielen, haben die Jungs das fantastisch angenommen, haben nicht nur läuferisch und kämpferisch alles aus sich rausgeholt, sondern teilweise auch guten Fußball gespielt, haben sich dann belohnt mit einer schönen Kombination in Unterzahl und dem daraus resultierenden 1:0. Und dann, ja, für Thorsten war es perfekt, für uns war es natürlich bitter, dass du dann kurz darauf den Ausgleich kassierst, in einer Situation, wo ein Ball tief kommt, Nielsen so ein bisschen über den Halbraum kommt und dann kurz vor der Torauslinie zurückpasst und das ist symptomatisch, Test dann anschießt, ja, er kann da nicht mehr weg, aber eigentlich war hinter ihm keiner der Braunschweiger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist ein Stück weit symptomatisch. Trotz dieses erneuten Rückschlags hat die Mannschaft wahnsinnig viel investiert, sind richtig, richtig weite Wege gegangen, sind trotzdem auch positiv geblieben mit der Überzeugung, hier ein Ergebnis mitzunehmen. Und leider muss man sagen, dass dann ein, zwei Situationen entscheiden, wo wir uns vielleicht auch manchmal ein bisschen naiv verhalten, die dann dazu führen, dass die Eintracht mit einem Auswärtssieg nach Hause fährt. Wie gesagt, das ist bitter für uns, weil die Jungs heute alles aus sich rausgeholt
haben und mit Sicherheit etwas verdient gehabt hätten. Dankeschön. Gibt es Fragen von Ihrer Seite an einen der beiden Trainer? Offenbar nicht. Unseren Gästen wünschen wir dann einen angenehmen Nachhauseweg, Ihnen ein angenehmes Osterwochenende und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.